Auf jeden Fall, wir haben so, ja, vier verschiedene Zonen. Also wie gesagt, wir haben diese Küstenregion, wir haben eine Stadt, wir haben den Urwald, den Dschungel und wir haben das Outback. Und ich fahre jetzt einfach mal ins Outback. Da, das ist alles, was hier oben ist. Und ja, da fahren wir einfach mal rauf, schauen uns das ein bisschen an. Und ihr seht schon, genau, mit dem Kollisionsproblem. Jetzt habt ihr es auch wieder gesehen, man bleibt wirklich an viel zu vielen Sachen zu stark hängen. Und das nervt. Also wirklich, wenn man so anschaut, zum Beispiel GTA macht das mit dem Kollisions... ja, Objekt oder so relativ gut. Das funktioniert dort wesentlich besser, weil du einfach, ja, du fährst wirklich nicht gegen alles und jedes Teil dagegen. Und das finde ich halt hier nervig, dass du wirklich, ja, so richtig, das hält dich einfach richtig auf. Und manch, das Problem ist auch, du erkennst eigentlich an den Bäumen, anhand der Dicke der Bäume, ob du die jetzt kaputt fahren kannst oder nicht. Und, ja, toll. Und ihr seht auch, dass hier der Schaden ist relativ gering. Ich habe das Ganze jetzt auf kosmetisch gestellt, nicht Simulation, weil manchmal fährt man halt doch etwas im Rennen rabiater und dann ist es besser, wenn ihr das nicht auf Simulation habt, sondern auf kosmetisch, weil sonst das Auto an Leistung verliert. Ja, sehr schön. Und ihr seht schon, das war jetzt wieder ein KI-Spieler sozusagen, ein Driver-Tar, und die fahren einfach richtig behindert. Also wenn du mal an einer Stelle bist und du willst irgendeinen PR... Ah, ich hätte abbiegen sollen. Und du willst irgendeinen PR-Stunt machen, dann fahren die da immer dir rein. Und die fahren und die überholen auch die normalen KI-Spieler so. Und jetzt habe ich die Kurve verpasst, was aber im Outback nicht allzu schlimm ist. Und die fahren halt auch an... Die überholen auch die normalen KI-Spieler und deswegen nervt das so extremst. Weil sie fahren dann einfach auf der anderen Spur und fahren einfach auch nicht wirklich so schnell und... Es nervt einfach, weil sie dir immer, also du fährst dann auf sie zu, weichst nach links aus und machen die Weichen auch nach links aus und dann fährst du voll in die rein. Funktioniert bei denen nicht wirklich gut und ich finde die Driver-Tare, die KI ist nicht wirklich so intelligent, dass man sagen würde, wow, ja, cool. In Rennen ist es so, wenn du dich absetzen kannst, dann hast du meistens ja eigentlich, hörst du nichts mehr von der KI, bis auf ein paar. Also ein paar sind dann, oder einer, zwei, die sind dann immer noch hier an dir dran hinten und kleben wirklich an deinem Arsch. Also du kannst dich kaum irgendwie ein bisschen... wo ist denn der jetzt, der Flughafen? Ah, links runter, okay. Das sind Felsen. Weil wenn man gegen irgendwelche Felsen fährt, dann verliert man seine Punkte, die man gesammelt hat. So, und jetzt mit Boni heißt, ich habe wieder einen Fähigkeitspunkt freigeschalten. Aber zu den Driver-Taren. Also in Rennen hängen dann immer die ein, zwei immer noch wirklich so komplett am Arsch und du denkst dir einfach, warum? Ich habe mich jetzt abgesetzt und plötzlich machst du einen minimalen Fehler, aber die anderen, weil sonst hängt meistens die ganze Gruppe in einem Rennen zusammen und da ist es dann eben nicht so. Da hängt dann dir plötzlich nur ein oder zwei hinten dran und das, ja, ist nicht einfach realistisch und ist so ein bisschen Gummiband-KI immer noch. Und das hätte man ein bisschen besser lösen können, weil so macht das Spiel sehr, sehr, sehr viel richtig. Und so, jetzt kann ich mit dem Auto mal Fullspeed fahren. Nämlich das schafft knappe 390 km/h, wobei ich jetzt nicht am Anfang der Landebahn war. Und ich habe schon wieder einen Boni freigeschalten. Also ihr seht schon, wenn man im Outback ist oder wo nicht viel los ist, dann schafft man das relativ easy. Aber so Driver-Tare und das Kollisionsmodell ist nicht wirklich so schön, funktioniert nicht so einwandfrei, wie man sich das gerne wünschen würde. Und ja, ich schaffe nicht Fullspeed mit der Karre, aber ich schaffe dafür einen fetten Jump. Und das Gute ist, im Outback fährt man nicht so schnell gegen irgendwas dagegen. Wobei ich das auch schaffe, immer den einzelnen Baum in der Landschaft zu treffen. Also dementsprechend, ja, gut. Dann würde ich mal sagen, wir könnten mal gucken, ob wir irgendwo ein Rennen starten können. Da auf der Landebahn war gerade schon ein Rennen. Dann könnt ihr euch das mal ein bisschen angucken. Dann schauen wir uns nochmal Surfers Paradise an und auch... Wow, ein Schaurennen. Gott, nicht crashen. Ihr seht schon, diese Punkte, die sind so geil. Das Beste, was ich mal in einer Kette geschafft habe mit Multiplikator, war 455.000 Punkte. Also ihr könnt da wirklich unheimlich viel absahnen.